Geradeaus, geradeaus, geradeaus und auf aus dem Nichts. Bam! Das kann nicht sein, oder? Ja! Moritz, was bist du für ein Freund? Ich kann ja noch gar nicht. Diesen Freitag geht's komplett ab, denn Leute, es ist Black Friday und es wird auf der ganzen Seite fette Rabatte geben. Auf Hey Team, auf die Stickhoodies und auf vieles mehr. Schaut auf jeden Fall vorbei, das Ganze geht nämlich nicht lange. Heyshop.de, meine Freunde. Leute, ich habe mir eine Weltsensation gekauft und zwar das schwärzeste Schwarz. Jetzt wahrscheinlich, wie langweilig, das schwärzeste Schwarz, aber glaubt mir, das ist unnormal krank. Ich mach das mal ganz kurz auf. Das ist das schwärzeste Schwarz der Welt, schaut da mal rein, Jörg. Digga, fällt mal rein, das sieht aus wie ein schwarzes Loch. Das ist ja unnormal krank. Das Ding frisst das Licht auf und wir haben die Mega-Idee. Wir wollen jetzt das schwärzeste Ei der Welt machen. Wenn ich das Ei jetzt damit anmalen, das wird gleich aussehen wie ein schwarzes Loch. Glaub mir, es ist unnormal krank. Und als wir es angemalt haben, habe ich die glorreiche Idee gehabt, das Ding auf meine Hand zu machen. Ich will wissen, wie es aussieht. Ich mache mir jetzt hier so einen Punkt drauf. Nein. Was ist? Okay, wir warten mal, bis es trocknet. Bis gleich. Okay, Freunde, es ist getrocknet, aber bevor wir euch das Ei zeigen, was unter dieser Folie liegt, zeige ich euch erstmal, wie es an meiner Hand aussieht. Oh mein Gott, guck mal, es ist einfach ein schwarzes Loch. WTF. Oh mein Gott, wie krank. Schwarz, Leute. Es ist jetzt nichts dran. Wir haben es abgemacht, weil es unfassbar angefangen hat zu brennen auf einmal. Leute, seid ihr bereit für das schwarzeste Schwarz? Eins. Junge, wie krass. Schau euch das an. What the? Das ist so bewegt, Leute. Das sieht einfach aus wie ein schwarzes Loch. Man erkennt einfach nicht mehr, dass es ein Ei ist oder so. Man merkt, man sieht einfach nichts mehr daran. Wir machen das aber jetzt noch cooler, das Ei. Und zwar machen das jetzt zu unserem Ei-Freund. Ei, das Ei! Ei. Habt ihr irgendwie einen besseren Namen? Jetzt halt es mal von dem T-Shirt. Sieht man nur noch die Augen jetzt? Ja. Wirklich? Ja. Laber kein Scheiß. Ja, wirklich. Leute, das ist unser bester Freund, den werden wir überall mit hinnehmen. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a barrel of fun. Growing up is just a trap. Nein! Mr. Ei! Nein! Nein, das kann nicht wahr sein. Nein. WTF, Digga, was machen wir hier? Leute, Keanu Nola war jetzt schon mittlerweile fast einen Monat nicht mehr in den Vlogs dabei. Und ich werde jetzt einfach random mit der Kamera zu denen kommen. Und das Video ist erst dann zu Ende, wenn Nona Keanu richtig genervt so Keanu oder Keanu sagt. Und das wird, passiert wirklich sehr oft. Also ich denke, das wird sehr schnell gehen. Wir werden mal sehen. Freunde sind da. Moin! Na, hat euch lange nicht mehr auf dem Kanal gesehen. Wie wunderbar. Was geht's? Na, was geht, was geht? So, Keanu und Nona. Dieses Video endet erst dann, wenn hier was Tolles passiert. Jetzt mal wieder. Wir wissen nicht was oder was. Es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Dieser Clip endet erst dann, wenn etwas Besonderes passiert. Und ich würde sagen, ihr müsst es jetzt herausfinden, sonst werde ich euch die ganze Zeit filmen, bis ihr stirbt. Ich kann nicht, der ist krank, der ist ein Psycho. What the fuck, Alter, was passiert das hier? Ja, wir stehen vielleicht mal auf. Ich bin gerade dabei, dass sie an meinem Finger zieht und ich furze, vielleicht sowas in die Richtung, aber ich muss nicht furzen. Was? Haare streichen? Ja, das Video läuft noch, ne? Das war falsch, ne? Mit der Hand. Hä? Das war so schwer. Oh mein Gott, das ist dumm. Das ist nicht. Tipp? Kriegen wir einen Kuss? Tipp oder so? Kriegen wir einen Tipp? Die Kamera läuft doch, es war nicht der Kuss. Vielleicht tanzen, ja. Mein Gott, ist das crazy, Digga, ist das toll. Ist das wunderbar wieder. Chupapi Munienu? Vielleicht sowas? Und das Video läuft immer noch, das Video läuft sowas von weiter, Digga. Muss ich hier vielleicht einen Antrag machen oder so? Geht das schon mal dein Gesicht? Nona ist die tollste Person der Welt. Mona. Wie ist der Nachname nochmal? Der ist bestimmt ja. Möchtest du meine Frau sein? Ja. Ja, es war's nicht. Perfekt. Aber wunderbarer Content. Danke dir auf jeden Fall. Sicherlich gemacht für nichts. Danke. Was ist es denn dann? Das Video läuft noch, das Video läuft. Geküsst habe ich dich schon, Antrag habe ich dir sogar gemacht. Was? Vielleicht musst du mir einen Antrag machen. Okay. Es geht wieder von vorne los, Digga. Keanu? Ja. Willst du meine Frau werden? Ja, natürlich. Und es ist wieder nicht. Wunderbar, wunderbar. Oh,
Was passiert jetzt? Okay, wundervoll. Mann, warum haust du mir eine, du Asoziale? Ich hasse dich. Du bist so scheiße. Mann. Au! Was jetzt hier gar nicht? Au! Heute ist das Auto nur wegen dir. Was? Was? Es ist so knapp. Es ist so knapp, wenn ihr wisst, was es ist. Hä? Mann, weiter. Das Auto ist... Oh, das ist gerade jetzt. Nur deinetwegen ist das Auto. Nur deinetwegen. Ja, endlich. Es kann nicht sein, Leute, wirklich, es kann nicht sein. Ich hatte wieder ein Auto, und zwar mit dem neuen Auto, jetzt mit dem neuen Tesla. Ey, ohne Spaß, das ist nicht mehr normal. Wo fange ich an? Diesmal haben wir aber sogar Videobeweise davon, was passiert ist denn. Ich hatte diesmal eine Kamera nicht, ich lasse es nicht nochmal nicht mitfilmen. Alter, also pass auf, ich zeige euch das Video einfach direkt, wir schnacken nicht lang rum. Ihr seht hier, wie ich geradeaus fahre, ich fahre rechts auf die andere Spur, geradeaus, geradeaus, geradeaus und auf aus dem Nichts, BAM! Und ich so, oh mein Gott, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Ja, okay, genau so war's, Digga. Dann so rübergezogen und dann bin ich rechts so jemand reingefahren und erstmal reingefahren und... In einen Porsche. Ich bin in einen Porsche reingefahren. Das größte Problem war, dass das noch ein Porsche war, das Auto, wo ich reingefahren bin. Digga, das kann nicht sein, Mann. Oh, mein Gott. Kann ich jetzt hier anhalten? Oh, nee, Digga. Oh, wieso hab ich ganz am Pech, Digga? Das kann nicht sein, Digga. Ich musste mal wieder die Polizei rufen, die mir dann zum Glück die Unschuld gegeben hat in dem Fall, weil ich musste ja dem Typen ausweichen. Und ich war dann sozusagen fein raus aus der Nummer, der Typ muss alles bezahlen. Ich habe nachher noch mich gut mit dem unterhalten, ich habe ja noch den hier gemacht. Polizei war ehrenvoll, die meinte irgendwie voll cool, dass so ein Tesla das alles aufnimmt. Es war auf jeden Fall alles cool. Wir haben alles zusammen am Ende gelacht. Die Porsche-Fahrerin war ein bisschen schockiert. Die meinte, sie wollte gerade aussteigen. Stell dir mal vor, sie wäre ausgestiegen. Ich meinte, sie tot. Gott, Digga. Naja, Leute, da wäre nichts passiert, also passt auf jeden Fall auf im Straßenverkehr. Meistens seid ihr nämlich nicht schuld. Ihr müsst immer mit den Fehlern von den anderen rechnen und ich habe in dem Moment halt noch versucht auszuweichen, aber... Ob das jetzt das Ganze besser gemacht hat, weiß man nicht. Also, ich werde auf jeden Fall meine Lehre aus der Sache ziehen und es war unnormal gruselig. Und das Auto ist wieder im Arsch! Ah, es wird richtig reingerammt. Oh. Ja, Freunde, ich habe jetzt einen Karton in meinem Tod. Was ist das, Digga? Okay, Freunde, seid ihr bereit zu sehen, wie das Auto aussieht? Blenden! Ja, wunderbar! Toll, danke, ja, wirklich vielen Dank nochmal. Schaut es euch an, Leute, es ist einfach Katastrophe, Digga. Aber mittlerweile kann ich das Ganze einfach nicht mal mehr ernst nehmen, Leute. Es ist so schrecklich, Leute, dass man das einfach... Ich will es einfach gar nicht mehr wahrhaben, Leute. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie meine Mama auf das Ganze reagiert. Ich rufe sie aber ganz spät abend an, damit sie nicht so sauer wird. Sie war völlig begeistert. Machst du, du Popelnase? Hat schon wieder Unfall gehabt. Ein Autounfall. Ist leider nicht gestellt. Laber nicht. Doch, doch. Ich verarsch mich jetzt hier nicht. Ich verarsch dich nicht. Warum seid ihr denn verarschen? Wieso ein Irrer wieder gefahren? Nein. Was soll die Scheiße? Nicht ernsthaft jetzt, Moritz, oder? Was kann ich denn ernst sein? Und Moritz, was bist du für ein Vollidiot? Ich kann da noch gar nichts für. Ganz ehrlich, man sollte dir die Bier nehmen und niemals wieder. Ich kann da noch gar nichts für. Ich bin einfach nur gerade ausgefahren. Drei Autos auf dem Gewissen. Lass mir doch erstmal erklären, was passiert ist. Ja, brauchst du gar nicht erklären, das ist für ein Arsch. Die Sommerzeit ist viel zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, sind wir nicht immer so frei? Niemals down, denn wir sind so high. Wenn du genervt Keanu sagst. Ja, nur! Ja! Und ja, Nona hat meine Idee schon auf TikTok geklaut. Also falls ihr den TikTok davon sehen wollt, schaut es einfach bei Nona vorbei. Perfekt. Schaltet einfach ab, Leute.